أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wahrlich, wir sandten Noah zu seinem Volk und sprachen, warne dein Volk, bevor über sie eine schmerzliche Strafe kommt. Er sagte, O mein Volk, wahrlich, ich bin für euch ein deutlicher Warner, auf dass ihr Allah dienen und ihn fürchten und mir gehorchen mögt. Dann wird er euch etwas von euren Sünden vergeben und euch Aufschub bis zu einer bestimmten Frist gewähren. Wahrlich, Allahs Termin kann nicht verschoben werden, wenn er fällig ist, wenn ihr es nur wüsstet. Er sagte, Mein Herr, ich habe mein Volk bei Nacht und bei Tag zum Glauben aufgerufen. Doch mein Ruf hat nur bewirkt, dass sie mehr und mehr davonliefen. Und so oft ich sie rief, dass du ihnen vergeben mögest, steckten sie ihre Finger in die Ohren und hüllten sich in ihre Gewänder und verharrten in ihrem Zustand und wurden allzu hochmütig. Dann rief ich sie laut vernehmbar auf, und ich sagte, sucht Vergebung bei eurem Herrn, denn er ist allvergebend. Er wird Regen für euch in Fülle herniedersenden, und er wird euch mit Glücksgütern und Kindern stärken, und wird euch Gärten bescheren und für euch Flüsse strömen lassen. Was ist's mit euch, dass ihr Allah nicht in der ihm gebührenden Weise ehrt, wo er euch doch in verschiedenen Phasen erschaffen hat? Habt ihr nicht gesehen, wie Allah 7 aufeinander geschichtete Himmel erschaffen hat und den Mond als ein Licht in sie gesetzt hat? Und gemacht hat er die Sonne zu einer Leuchte. Und Allah hat euch wie die Pflanzen aus der Erde wachsen lassen. Dann wird er euch wieder in sie zurückkehren lassen, und er wird euch dann aus ihr hervorbringen. Und Allah hat die Erde für euch zu einer ausgelegten Fläche gemacht, auf dass ihr auf ihren gangbaren Wegen ziehen mögt. Noah sagte, Mein Herr, Sie haben mir nicht gehorcht und sind einem gefolgt, dessen Reichtum und Kinder nur sein Verderben verstärkt haben. Und sie haben gewaltige Ränke geschmiedet. Und sie sagen zueinander, lasst eure Götter nicht im Stich und verlasst weder Wat, noch Suwa, noch Jagut und Ja'ub und Nasr. Und wahrlich, Sie haben viele verführt, so mache, dass die Ungerechten selber umso mehr in die Irre gehen. Ihrer Sünden wegen wurden sie ertränkt und in ein Feuer gebracht, und dort konnten sie keine Helfer für sich gegen Allah finden. Und Noah sagte, Mein Herr, lass auf der Erdoberfläche keinen einzigen von den Ungläubigen übrig. Denn wenn du sie lässt, so werden sie nur deine Diener verführen und werden nur eine unverschämte Nachkommenschaft von Ungläubigen zeugen. Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und dem, der mein Haus gläubig betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, und stürze die Ungerechten aber umso tiefer ins Verderben.